Hallo, أهلا وسهلا, liebe Freunde, hier ist der Ahmad von 1001 Arabisch. Ich unterrichte Hocharabisch und den ägyptischen Dialekt. Mehr Kurse von mir findest du auf 1001 Arabisch, 1001arabisch.de. Und da findest du auch mein Online-Seminar Arabisch lesen und schreiben lernen an einem Tag. Und heute geht es um den Satz, sie oder er ist 5 Jahre älter als ich. Und ich mache diesen Satz auf Hocharabisch sowie auf Ägyptisch-Arabisch. Erstmal auf Hocharabisch und hier verwende ich so ein Prinzip, heißt die dritte Sprache. Das heißt, du kannst dann Hocharabisch reden, damit jeder Araber dich verstehen kann und damit du jeden Araber verstehen kannst. Ja? Und jetzt beginnen wir mit diesem Satz. Sie oder er ist 5 Jahre älter als ich. Und erstmal auf Hocharabisch. Wie sage ich jetzt sie oder er? Sie heißt her, er heißt hoa. Sie ist oder er ist. Wir verwenden hier das Verb sein gar nicht. Sie ist 5 Jahre älter. Wir nutzen erstmal so, wir sagen hoa oder her, akbar. Akbar. Akbar heißt älter. Hat auch eine andere Bedeutung, großer. Das heißt, das Wort Akbar hat zwei Bedeutungen, entweder großer oder älter. Aber in diesem Zusammenhang heißt dann älter. Dann bis jetzt Hoa oder hier dann Hocharabisch Hoa oder Heya, er oder sie, Akbar, älter. Ist jetzt Wort zu Wort, er oder sie älter. Akbar minni. Minni heißt Wort zu Wort von mir. Von mir. Besteht aus zwei Teilen. Erstmal min. Min heißt von oder aus. Und dieses i am Ende ist hier mir. Ne? Von mir. Und wir sagen Wort zu Wort, er oder sie älter von mir. Ja? Min heißt von. I am Ende, menni, dieses I am Ende ist hier, Entschuldigung, ist es hier dann, ich habe dir mal gesagt, lern bitte ganz am Anfang die Possessivpronomen oder die Possessivendungen, das ist hier so mein, dein, sein und so weiter. Und dann diese Endungen kannst du später auch für Sachen wie mich, mir, dir, dich auch verwenden. Dann nochmal, heya oder hoa, akbar. Minni, Bechams, Bechams, Bechams heißt mit 5, Wort zu Wort mit 5. Bechams besteht aus zwei Teilen. Erstmal bi heißt mit, Proposition heißt mit, ne? Und chams heißt 5, Bechams, Bechams. Sanawat, Sanawat heißt Jahre. Dann nochmal den Satz, hoa oder heya, er oder sie, akbar minni bechams sanawat. Akbar minni bechams sanawat. Und jetzt Wort zu Wort, er oder sie, akbar, älter, minni, von mir, bechams mit 5 sanawat Jahre. Hoa oder heya. Akbar minni bechams sanawat. Und das ist der Satz für Hocharabisch und jetzt mache ich das für den ägyptischen Dialekt. Hoa heißt hoa oder er. Heya heißt heya oder sie. Akbar, älter. Minni, von mir. Bechams, nee, nicht hier bechams, das ist ja kein Hocharabisch. Bechamas. Bechamas mit 5. Auch genau dasselbe so, mit 5. Bi heißt mit und Chamas heißt 5. Und die zwei Teilen, oder du kannst hier die zwei Teile so zusammen verbinden. Erstmal Bi danach Chamas. Und normalerweise die Zahl 5 heißt Chamsa. Aber wenn du die Zahl im Gespräch verwendest, ist das anders. Dann sagst du Chamas, Bechamas. Wenn du die Zahlen kostenlos lernen möchtest,
findest du den Link unter dem Video in der Beschreibung, falls du auf YouTube bist oder hier auf Facebook irgendwo, dann kannst du, ich habe für dich eine kostenlose Stunde oder ein kostenloses Webinar und dort kannst du die Zahlen für Ägyptisch-Arabisch kostenlos lernen, ja? Genau. Bechamas, Sinin, Jahre. Dann ich sag nochmal den Satz auf Ägyptisch-Arabisch. Hoa oder Heya, Akbar, Menni, Bechamas, Sinin. Und Wort zu Wort, Hoa, er, Heya, sie. Akbar, älter, Menni, von mir, Bechamas, mit 5 Sinin, Jahre. Ich mache Wiederholung erstmal für Hocharabisch. Er oder sie oder er heißt Hoa, sie heißt Heya. Akbar heißt älter oder großer. Hier ist es älter. Menni von mir. Wir sagen, du bist älter von mir. Bechams mit 5. Bechams. Sanawat heißt Jahre, Mehrzahlform, Einzelform, Sana. Ägyptisch-Arabisch. Hoa. Heya, Akbar, auch älter oder großer, Menni, von mir, Bechamas, mit 5, Sinin, heißt Jahre, und Einzelform, Sana. Ja, das war in diesem Video. Falls du mein Video magst, dann freue ich mich auf Daumen nach oben, abonniere meinen YouTube-Kanal, ich mache für dich jeden Tag ein schönes Video, und wenn du auf Facebook bist, kannst du auch teilen und kommentieren, und ja. Ansonsten, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns wieder morgen. Vielen lieben Dank. Ciao, dein Ahmad.